So, die letzte für den Abend, für den Donnerstag. Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge GC-Farm mit mir, dem Marc. Hallöle. Ja, hoffentlich letzte Mal allein. Aus dem ganz einfachen Grund, Timo hat keine Zeit, Sebastian hat keine Zeit, Leon habe ich bisher nicht angetroffen wieder, der weiß aber eigentlich, dass Freitag Aufnahme ist, da etwas später, trotzdem hätte er um 20 Uhr hier sein können, hätte ich ihm das gesagt, dass es später ist, ist es leider nicht. Und Maurice hat aktuell ja, wie angekündigt, technische Schwierigkeiten. Das heißt, aktuell das Problem, dass sein Arbeitsspeicher nicht mehr so will, wie er gestern noch funktioniert hat. Jetzt wollte er den nochmal tauschen. Aber ich weiß nicht, ob er das jetzt auch dann gemacht hat, weil er braucht ihn ja eigentlich eh nicht. Ich würde ihn mir zumindest, wenn er den PC nicht zusammengeschraubt hat, nochmal, würde ich mir zumindest angucken, warum das nicht funktioniert hat, bevor wir den komplett auseinander schrauben, meine ich natürlich. Nicht, dass da irgendwie irgendwas Fehlerhaftes oder so ist, aber das wäre etwas dämlich. Weil er sagte, es hat schon mal funktioniert, meinte er zumindest zu mir. Nur, dass das jetzt nicht mehr funktioniert, ist, finde ich, etwas komisch. Weil eigentlich ist das ja so eine Sache, die auf jeden Fall funktioniert. Alter, da kommt ja bei Weizen noch mehr runter als bei Raps. Ist ja schlimm. Dafür haben wir wahrscheinlich so eine riesen Strohausbeute. 15 Milliarden Ballen. Ah ja. Zur Not könnte man einfach sagen, man presst einfach anstatt 4000 Litern Ballen einfach nur 1 Liter in einen Ballen. Dann bist du also auch relativ viele Ballen. Aber das wäre so, so eine Sache, die müsste ich glaube ich nicht machen. Da bist du ja nur noch am Fahren. Da bist du ja nur noch am Fahren. Ja, wir sind einmal rumgekommen. Das klappte doch eigentlich relativ gut. Das heißt, wir können jetzt Bahn fahren. Das klappt auf dem Feld glaube ich ganz gut. Alter, was ist los mit meinem Ping? Aber habe ich jetzt mehr FPS. Ja, warnen wir mal die ganzen Leute, wenn wir jetzt hier bei der spektakulären Abladeaktion hier sind. Eieieiei, was ist los hier? Baum. Hallo. Ich muss den Schlepper gleich eh wieder wegfahren. Kann ich auch stehen lassen. Ich muss den gleich eh wieder wegfahren. Und daher macht die ganze Rangruben. Wendemanöver. Nicht gerade so viel Sound. Sinn. Haben wir genug Sprit, dann kann er anbleiben. Ja, wenden in 5 Zügen. Ja, fast hier mit Frauen und einparken. Genießen wir nochmal die letzten 11 Minuten dieser Folge heute hier mit ganz entspannten Erntearbeiten. Vielleicht schaffen wir das Feld ja sogar. Wenn wir nicht so oft abfahren müssen, könnte das sogar funktionieren. Ich will jetzt nichts hier anmerken oder so, dass wir das vielleicht noch zu Ende machen, wenn die Folge nicht mehr, wenn dann nicht mehr allzu viel ist. Aber naja. Weil der Acker ist ja jetzt auch nicht so groß. Einziges, was ich nochmal brauche, ist so eine Temperaturanzeige, weil wir zum Beispiel, warum das aktuell ist. Weil das fühlt sich teilweise an, wenn du hier so sitzt. Natürlich, der PC arbeitet natürlich jetzt ganz schön. Aber jetzt geht mit TeamSpeak wieder mit auf und sagt, ja, wir haben die 3.1.8-Version von TeamSpeak. Ich habe aber die 3.1.9-Version mir gerade gestern installiert. Oh Mann, ey. Naja.
fahren jetzt hier schön Bahn rauf, runter, dann sieht das nicht nur gut aus, dann sieht das sogar sehr gut aus. Was für Hügel hier drin sind, dann. Mal glatt ziehen. Schöner Pink. Es gibt nichts mehr zu erzählen. Überhaupt nichts. Total langweilig gerade. Ich glaube, wir ziehen die Bahn mit einer Kurve nach oben. Statt jetzt hier mal abzuschneiden. Oh, aber stehen ist noch egal. Die 5 Pfennig. Könnte noch ein bisschen was an der Textur im 19er mal machen. LS könnte wirklich so geile Sachen haben. 3D-Boden wäre Porno. Weil da machen sie nämlich auch endlich Kettle und Crops mal ein bisschen Konkurrenz. Obwohl ich glaube nicht, dass Kettle und Crops überhaupt eine große Konkurrenz für den LS wird. Weil wenn man sich mal anguckt, dass Kettle und Crops immer noch ewig braucht, bis der Wix mal fertig wird, stelle ich mir einfach die Frage, wann wollen die denn mal fertig werden? Ja, wenn man sich das mal so anguckt, dass die da immer noch am Rumbasteln sind und da irgendwie nichts hinkriegen. Oder da schon doch schon was hinkriegen, aber irgendwie nichts Geiles. Ja, vielleicht doch schon was Geiles, aber halt irgendwie nichts richtig Fertiges. Und mit deren Kaufstruktur von dem Spiel bin ich auch noch nicht ganz hintergestiegen. Du kannst die für 5 verschiedene Versionen kannst du das da kaufen. Da frage ich mich halt einfach, wie, warum? Weil dann frage ich mich halt wirklich, wie das ist. Warum, wieso, weshalb? Und das ist halt dann immer so die Sache. Die haben zwar gut Geld gekriegt für das Spiel, und die haben ja diese Crowdfunding-Aktion da gemacht, die auch mehr Geld eingebracht hat als gedacht. Meine ich zumindest, dass das mehr Geld war, als sie haben wollten. Jetzt haben die es rausgeschmissen, also jetzt haben die das Geld genommen, haben Spiel programmiert oder sind dabei, entwickelt, wie auch immer. Sind jetzt dabei, haben das jetzt gemacht und sind haben jetzt irgendwie nichts Geiles wieder rausgebracht. Anspielen. Bin ich zumindest der Meinung. Also, was heißt rausgebracht? Die haben halt irgendwie nichts. Irgendwie, sag ich mal, die Erweiterung, also das Spiel ist halt mit den ganzen. Die haben dieses Crowdfunding-Aktion gemacht, hat die Geld kostete oder die Geld eingebracht hat, gutes Geld. Dann haben die diese komischen Strukturen, du kannst das Spiel in 5 unterschiedlichen Versionen kaufen, wo ich mich dann frage, hä? Vor allem, ich bin noch nicht ganz hingestiegen, wie lange und wofür und was, das habe ich auch noch nicht so begriffen, deswegen frage ich mich halt einfach, was wollen die damit überhaupt, was bringt denen das? Ich muss mich mal irgendwie ein bisschen erkundigen, was mit dem Spiel da aktuell genau gelaufen ist. Denn irgendwie steig ich da zumindest aktuell überhaupt nicht hinter, was die da irgendwie planen, was das werden könnte. Das ist halt aktuell mir so ein bisschen so ein Rätsel, was das so sein könnte. Deswegen müsste ich mir mal Gedanken machen. Ich habe selbst Kettle und Crops nicht einmal gespielt. Also überhaupt nicht einmal. Weil ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, wenn mir das jetzt irgendjemand zur Verfügung stellen möchte, darf er mir das gerne tun, dann gucke ich es mal an, aber so glaube ich, so privat hole ich es mir nicht. Also für mich selbst, für den YouTube-Kanal hole ich es mir nicht, da spiele ich mir lieber meinen LS weiter. Das ist, finde ich, irgendwie schöner, obwohl dieser 3D-Boden ein bisschen von... wie heißt dieses LKW-Offroad-Spiel nochmal? The Hunter? The Hunter? Nee. Keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie was in Richtung, das so... Das so, oh Mann, ey, Marc. Deswegen, also ich weiß nicht, was ich davon halte. So, wenn ihr da irgendwie eure Meinung habt, gerne mal in die Kommentare. Das interessiert mich halt einfach, weil... Naja.
Weil es bringt halt irgendwie Content raus. Da läuft was. Natürlich, das Spiel läuft schon Jahre. Die haben schon Erfahrung und so weiter und so fort mit dem Spiel. Die machen halt das Spiel für eine breite Masse an Spielern. Mit denen ich glaube auch, dass Kettle & Corps auch einen relativ guten PC dafür haben muss, um das Spiel zu spielen oder spielen zu können. Weil ich weiß nicht, ob, sag ich mal, mit so einem Low-Rechner, im Anführungsstrichen, was ist jetzt ein Low-Rechner, sagen wir einfach mal, irgendwas Kleines, ein i3 oder einen kleinen i5, eine 500er Grafikkarte von Nvidia beispielsweise, ob man dann wirklich sagen kann, ja, das kann ich wirklich flüssig spielen, das läuft ohne Probleme oder so, bin ich mir irgendwie nicht so sicher, dass das wirklich so laut läuft. Weiß ich nicht. Wenn man jetzt schon heutzutage guckt, um wirklich flüssig spielen zu können, musst du ja auch ein paar FPS haben. Ist ja nicht so, dass du dich mit 15 oder 5 zufrieden gibst. Du willst ja immer mehr, deswegen natürlich, wir rüsten unsere Technik natürlich immer weiter auf. Müssen wir auch. Weil es ist ein ganz anderer Unterschied, ob du das Spiel jetzt nur in flüssigen 60 FPS spielen willst oder in diesen flüssigen 60 FPS das auch noch aufnehmen möchtest. Das ist eine ganz andere Nummer. Und das ist nämlich dann meistens auch das große Problem. Es liegt meistens nicht daran, ach ja, es läuft wieder nicht flüssig. Wenn das nämlich schon im normalen Spiel nicht flüssig läuft, dann brauchst du aufnehmen meistens erst gar nicht probieren. Ich denke mal, wenn ich jetzt die Aufnahmen ausmache, habe ich wahrscheinlich auch 60 FPS. Gehe ich mal spontan davon aus. Ich denke, eigentlich habe ich auch beim Aufnehmen 60 FPS. Oder mindestens 50. Ich weiß nicht, was da gerade wieder schief läuft. Deswegen, also. Also ich stecke ja auch nicht drin, deswegen will ich mich da auch gar nicht einmischen. Das ist halt nur so die Frage, die ich mich stelle. Was bringt denn das? Aber naja. Muss mir einfach mal, glaube ich, mehr Informationen einholen. Dafür. Weil man kann ja nicht für alles immer auf dem Laufenden bleiben. Das ist ja auch immer so eine Sache. Vor allem macht es dann auch Sinn, das auf dem Laufenden zu halten. Alter, was ist los heute? Mein Nintendo ist aber auch nicht Porno heute. Gut, dass ich kein Arma spiele. Ich glaube, ich schneide und kodiere gleich noch ganz entspannt. Guck mein YouTube-Video an. Denk mir meine Idee zu meinen WhatsApp-Gruppen, die ich gerade konzert bekommen habe. Oh. Das Bild ist schön. Naja, muss ich mir gleich mal eine WhatsApp-Gruppe angucken. Ach ja, diese Schönheit von wir ernten jetzt mal. Ist doch schon schön. Macht wirklich Laune. Natürlich mit 15... Ah, wieder denken. Natürlich mit 15 Leuten wird das mehr Laune machen. Obwohl, vielleicht auch nicht, da hast du ganz viel Arbeit. Du kannst die ganze Zeit spielen, vor dich spielen. Nur wenn ich auch mein NES-Projekt geil fand mit Bindelbach. Das war auch eine Karte. Wie wäre auch ein geiles Multiplayer-Projekt geworden. Oh, ich habe leider Singleplayer mit Crossplay gespielt. Was heißt leider? Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt im Endeffekt hatten. Das waren schon so einige. Auf jeden Fall waren es einige Gigabytes, das weiß ich auch. Boah. Ich habe eine neue Festplatte bekommen, habe also auf meine alte jetzt gezogen, ganzen Dateispeicher drauf. Da liegt OMSI als Kopie drauf und meine ganzen Videos, die ich produziere für YouTube drauf. Alter Finne, ey. Keine Ahnung. 300 GB Videomaterial und dann noch OMSI dabei, alter Vater. Und die habe ich jetzt einfach alles auf die Festplatte geschoben. Die ist jetzt aktuell auch abgekappelt vom PC. Aktuell nehme ich auf meine neue Festplatte auf. Auf die 2 TB Festplatte. Da ist jetzt ein bisschen mehr Platz, da werde ich dann so bei 1,5 TB mal wieder aufräumen. So, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen.
Wir sehen uns dann vielleicht live wieder oder auch zum nächsten Stream. Bedanke mich bei fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.